Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mami-Blog. Eigentlich zu einem Video, das aus alten Szenen ganz vieler verschiedener Mami-Blog-Videos besteht. Denn ich habe gedacht, es interessiert euch ganz bestimmt, welche Snacks ich persönlich seit Beginn des Mami-Blogs, also seit 5 Jahren jetzt, eigentlich zu meinen persönlichen Lieblingssnacks gekürt habe. Beziehungsweise welche Snacks tatsächlich hier zu Hause bei uns am öftesten gemacht und gegessen werden. Praktischerweise haben wir euch das Ganze auch nochmal gebündelt in den Download-Bereich gestellt, damit ihr die Rezepte auch für euch zu Hause übernehmen könnt, ohne hier jetzt was mitschreiben zu müssen oder so. Das Ranking, das ich euch hier gleich vorstelle, läuft rückwärts. Das heißt, wir starten mit meiner 9. liebsten Idee und enden mit meiner allerliebsten. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuschauen und später beim Selbermachen. Gut, dann starten wir einfach mal mit meinem super einfachen Platz 9. Dafür benötigt ihr nur ein paar Äpfel, die ihr mit einer Küchenreibe in dünne Scheiben schneidet und anschließend dann einfach auf dem Backblech anordnet. Das Ganze schiebt ihr jetzt bei 80 Grad, also nicht besonders heiß, für 1,5 Stunden in den vorgeheizten Ofen. Ein kleiner Tipp, lasst die Ofentüren spaltbreit offen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Dadurch werden die Apfelchips dann knuspriger, knackiger und es duftet ganz herrlich in der Küche. Nehmt dafür zum Beispiel einen Kochlöffel oder ähnliches zum Dazwischenklemmen. Ja, und weil die Chips vollkommen natürlich sind und keinen zusätzlichen Zucker enthalten, sind sie auch super für Babys geeignet. Auf Platz 8 haben es für mich die Käse-Knusperstangen geschafft. Ich weiß, die sind zwar nicht der gesündeste Snack, aber die sind so mega lecker. Ihr rollt dafür Blätterteig aus, schneidet ihn in beliebig viele und große Stücke und bepinselt ihn mit einer Mischung aus Eigelb und Milch, damit der Teig halt im Ofen nicht zu trocken wird. Und danach streicht ihr Tomatenmark auf die Stücke. Streut ein bisschen Käse drauf, rollt die einzelnen Stücke jetzt zusammen und verdreht sie nochmal an sich. Bestreicht die jetzt nochmal mit einer Eigelb-Milchmischung und streut je nach Alter des Kindes noch ein bisschen Meersalz oder Oregano drüber. Oder beides. Alles für 10 Minuten bei ca. 190 Grad in den Ofen und schon sind sie fertig. Ihr seht, die Käsestangen sind mega einfach, super schnell fertig und lassen sich problemlos einfrieren. Und in wenigen Minuten wieder auftauen, das ist das Gute, also auch aufgetaut, sind sie super lecker und werden auch gerne von meinen Kindern gegessen. Weil es so schnell und einfach geht, ist das Apfelsandwich mein Platz Nummer 7, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil es sich tatsächlich gut essen lässt. Man denkt das kaum. Dafür einfach einen Apfel mit einem Apfelentkerner entkernen und anschließend in so ein bisschen dickere Scheiben schneiden. Dann bestreicht ihr so ein bisschen mit Erdnussbutter. Erdnussbutter eignet sich hierfür super, weil die Hälften sich so echt gut zusammenkleben lassen, sodass beim Abbeißen halt nichts verrutscht. Also perfekt für kleine Kinder. Anschließend noch mit so ein paar Extras wie Müsli oder Trockenfrüchten belegen, zusammenklappen und fertig ist das Apfelsandwich. Die Frühstücksmuffins, ich glaube, die kennen jetzt schon viele. Ich habe die schon öfter mal gezeigt, weil die so lecker sind und vor allem so einfach, dass ich sie jetzt auf Platz 6 gepackt habe. Schaut mal einfach, wie saftig die aussehen. Die sind auch noch so super gesund und ihr braucht dafür noch nicht mal einen Mixer. Was ihr benötigt, sind nur 2 Bananen, Heidelbeeren, Haferflocken, ein Ei und Backpulver. Zuerst zerquetscht ihr die Bananen mit einer Gabel. Nehmt am besten reife Bananen, dann ist es etwas einfacher, außerdem süßer. Und dann nehmt ihr euch eine große Schüssel und gebt ein halbes Glas Haferflocken, einen Teelöffel Backpulver, ein Ei und die zerquetschten Bananen von vorhin rein. Verrührt jetzt alles gut und hebt danach noch vorsichtig so ein paar frische Heidelbeeren drunter. Ja, und jetzt füllt ihr den Teig einfach nur noch in Muffinförmchen eurer Wahl und schiebt alles ca. 15 Minuten bei 200 Grad in den vorgeheizten Backofen. Wirklich, ich bekomme direkt schon wieder Hunger und übrigens sind das auch die Lieblingsfrühstücksmuffins von meinem Mann. Vielleicht wollt ihr das euren Männern ja auch mal unterjubeln. Und das Beste hieran auch wieder, ihr könnt sie problemlos einfrieren und in der Brotdose direkt auftauen lassen. Die knusprigen Kichererbsen sind für mich irgendwie so wie so ein gesunder, leckerer Chipsersatz. Zum Knabbern einfach total lecker. Ihr braucht dafür einen Esslöffel Olivenöl, ein bisschen Salz und ein Glas Kichererbsen und die lasst ihr einfach nur abtropfen, gebt das Öl und das Salz dazu und verteilt jetzt alles auf dem Backblech. Das Ganze kommt dann bei 180 Grad ungefähr eine halbe Stunde in den Ofen. Mir schmecken die jetzt persönlich nur mit Salz, sind deswegen für die Kinder so ein bisschen ungesünder und deswegen für mich leider nur auf Platz 5. Platz Nummer 4 ist super einfach und in 3 Minuten vorbereitet. Belegt dazu einfach ein Tortilla-Wrap mit frischen Tomatenscheiben, gebt ein bisschen Streukäse oben drauf und wärmt dann alles kurz im Ofen auf. Der Käse verläuft auf der Tortilla und das Ganze schmeckt einfach mega gut, saftig und noch leckerer als eine Pizza irgendwie. Snacken wir super oft zwischendurch und manchmal reicht uns das sogar als Abendbrot-Snack. Aber da wieder jetzt Käse im Spiel ist, ist es auch wieder nicht der gesündeste Snack, das weiß ich. Und deshalb auf Platz 4.
Ja, die kleinen süßen Laugenpralinen sind mein Platz Nummer 3. Ich finde die Idee einfach gut. Ihr nehmt nämlich einfach nur eine tiefgekühlte, fertige Laugenstange, lasst sie kurz, oder mehrere halt, lasst sie kurz antauen, damit ihr sie besser schneiden könnt und schneidet sie dann in kleine Stückchen. Danach könnt ihr sie dann noch nach Belieben bestreuen. Ich nehme gerne das Meersalz, das ist ja eh in der Packung dabei. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Sesam. Und dann backt ihr die kleinen Babybrötchen circa 10 Minuten im Ofen. Einfach nur ein bisschen weniger, als auf der Verpackung steht, weil sie ein bisschen kleiner sind. Ja, und die sind echt immer ratzfatz weg. Und vor allem sind die auch super für kleinere Kinder geeignet, die meistens ja nur mal so in die großen Laugenstange reinbeißen und die Reste dann oft übrig bleiben. Also deswegen ein verdienter Platz 3. Kommen wir jetzt zu unserem Platz 2, denn selten ist sowas Gesundes auch noch so mega lecker. Die Müsli-Scheiben enthalten jetzt wirklich nur gute Sachen wie Nüsse oder Trockenfrüchte, da könnt ihr wählen, was ihr wollt. Haferflocken, Backoblaten und ein bisschen Fruchtsaft. Je mehr Trockenfrüchte ihr jetzt verwendet, desto süßer und klebriger wird das Ganze. Ich persönlich mixe auch immer gerne noch Mandeln dazu. Es gibt dem Ganzen so ein bisschen so eine Marzipannote, die ich super gern mag. Mixt auf jeden Fall alles gut im Mixer zusammen und prüft dann einmal, ob die Masse bereits klebrig genug ist oder noch so ein Schluck Flüssigkeit braucht. Bei mir brauche ich hier noch ein bisschen Flüssigkeit, die gebe ich jetzt noch zu und mixe alles nochmal kräftig durch. Achtet darauf, dass die Masse nicht zu nass wird, weil sonst weichen die Oblaten durch. Ja, und die beschmieren wir jetzt einfach jeweils mit der fertigen Masse, legen noch eine Oblate oben als Deckel drauf und beschweren alles circa eine halbe Stunde mit Büchern oder ja ähnlich schweren Hilfsgegenständen, ganz egal. Man sagt ja bekanntlich, das Auge ist mit, deshalb könnt ihr die Ränder noch so ein bisschen verschönern und glatt streichen, ist aber auch nicht zwingend nötig. Und diese kleinen Portionchen, die kann man jetzt super unterwegs mitnehmen, sind süß, fruchtig, saftig und schmecken uns allen einfach mega gut. Landen übrigens auch nicht auf Platz 1, weil sie relativ aufwendig zuzubereiten sind, weil man so lange warten muss. Deswegen auch auf Platz Nummer 1 mein absoluter Top-Snack, aber auch der Lieblingssnack meiner Kinder, das Gurken-Sandwich. Es ist perfekt, weil es so einfach zu machen ist und die meisten Kinder mögen Gurke auch viel lieber als Brot. Deswegen kann es auch ein guter Brotersatz sein und tatsächlich als Sandwich durchgehen als gesundes. Ihr müsst einfach nur die Gurke in Scheiben schneiden, ein bisschen Frischkäse drauf verteilen und mit einer anderen Gurkenscheibe zudecken. Erfrischend, gesund und unser aller Lieblingssnack. Danke nochmal, Maria, für den Input. Und das war's auch schon wieder beim Mami-Blog. Wie gesagt, im Download-Bereich habt ihr einen zusammenhängenden Download für alle Snacks aus diesem Video. Schaut einmal im Shop vorbei, da könnt ihr euch den kostenlos runterladen. Natürlich verlinke ich ihn aber auch nochmal unten in der Infobox. Ich sag tschüss und hoffentlich bis bald.